Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Wir machen erstmal wieder ein ganz krasses Pack auf, und zwar Silver Pack. Bitte Heilungskarten, Heilungskarten bitte. Heilungskarten. Sieht nicht nach Heilungskarten aus. McLean. Sieht ja auch richtig geil aus als Stürmer. Fitness, okay. Oh Gott, Moment, haben wir gerade zweimal? Ne, ich dachte jetzt gerade, wir haben zweimal den gleichen. Die sehen sich noch ein bisschen ähnlich, okay. Alles in den Verein. Alles weg. Und ja, das Silber-Turnier, also das Silber-Knockout-Turnier ist gar kein Silber-Knockout-Turnier. Ich habe einfach falsch gelesen. Das ist einfach nur ein Vier-Sterne-Turnier. Man muss mindestens Silberspieler drin haben. Und nur drei Versuche. Da habe ich mir extra zwei Teams zusammengebaut. Wie gemein ist das denn? Passt auf. Ach so, ja, muss ich euch ja erstmal den Details zeigen. Hier. Team-Sternbewertung maximal 4 Sterne. Also ein 4-Sterne-Team braucht man halt. Und Spielerqualität mindestens Silber. Dass man halt einfach nicht auf die Bank nur Bronzespieler steckt und dadurch dann halt die Teambewertung drückt. Und da habe ich mir jetzt insgesamt 4 Teams gebaut. Warum werdet ihr gleich sehen? Also erstmal habe ich mir zwei relativ ausgeglichene Teams gebaut. Ich wollte eigentlich erst die deutsche Bundesliga nehmen und dann halt die französische, die italienische Liga, aber ich habe mir gedacht, du hast halt einfach schon für die französische Liga Spieler und es macht halt mehr Sinn, dann die französische Liga zu nehmen. Dementsprechend sieht das wie folgt aus. Der Germain als Stürmer hat ja wirklich geil funktioniert vor Cavani, von daher habe ich den auch wieder genommen. Der Rest ist relativ klar außen mit Ntep und Lukas. Und in der Mitte habe ich Budebu genommen, der für einen 77er. Den haben wir, glaube ich, auch eine Zeit lang gehabt. Der war auch ziemlich geil. 6er Fabinho, ziemlich geile Werte für einen 79er. Sehr schnell, 75 Tempo, 79 Defense, 79 Physics. Sollte klappen als Low-Budget-Spieler. Genau wie Wenquer, keine Ahnung, wie ausgesprochen wird. 81 Physis, 72 Defense, 73 Tempo. Außenverteidiger kennt ihr ja mit Pereira. Da habe ich natürlich nicht meine Inform genommen. Und dann haben wir links einen 75er Baal. Einfach weil, übrigens ein geiler Name, Baal ist ja eigentlich eher so ein, ne? Diablo und so. Dämon, egal. Hat auch was Dämonisches, muss ich sagen, in seinem Blick. Und ja, die Außenverteidiger, die können ruhig klein bewertet sein, das ist nicht so wichtig. Dann die Innenverteidigung, da ist mir natürlich wichtig bei den Low-Budget-Spielern, dass die vor allem schnell sind, wenn sie schon nicht ganz so krass bewertet sind. Und 77 Tempo ist halt super krass für einen Innenverteidiger. Deswegen Le Marcant gerne. Perrin kennt ihr ja auch schon. Und ja, unser Standtorhüter. Weil ich dachte mir, wenn die Gegner auch eher schwächere Teams haben mit schwächeren Stürmern, dann wird es einfach so schwer, an diesen Top-Torhüter vorbeizukommen. Das ist also Nummer 1. Das ist League. Wie habe ich es genannt? Irgendwie 4 Stars oder 4 Stars, League A, 1A aktiv. Dann haben wir 4 Stars, Bully 1A, das ist das Gegenteam. Da habe ich mal Volland in den Sturm gepackt, weil ich habe sogar von jemandem gelesen, der hat geschrieben, dass ihm Volland besser gefällt als Inform Hernandez. Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber was gibt es für einen besseren Zeitpunkt, ihn zu testen als jetzt? Keinen, deswegen wird er getestet. Hermann kennt ihr, natürlich habe ich wieder Johnson genommen, der mir eigentlich bisher am besten gefallen hat in der Bundesliga als LM. Ich bin echt gespannt. Wenn er jetzt wieder so abgeht in den Teams, dann glaube ich, spiele ich ihn auch einfach wieder in meinem Hauptteam. Scheißegal, dass er noch 79er ist. So, Didavi kriegt nochmal eine Chance als ZOM, als 80er einfach eine sehr gute, ja, ausgeglichene Bewertung, was die Stats angeht. Baumgartlinger spricht für sich mit 73 Tempo, 77 Defense und 84 Physis. Goretzka kennen wir auch, hat auch ein gutes Bild gemacht, die erste Zeit, die wir ihn gehabt haben, und mit 81 Tempo super schnell. Posinski kennen wir, der war ein guter Außenverteidiger, was das Spiel nach vorne angeht. Hinten war ein bisschen kacke, aber egal. Ich kann ja mal versuchen, hier Spieleranweisung, dass er hinten bleibt. Mal gucken, ob das klappt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber so. Schauen wir mal. Dann Kolasinac kennt er auch. Da bin ich mir nicht sicher, ob Kolasinac nun geiler ist als Bernard. Mal gucken, wenn Kolasinac wieder mega abgeht hier in dem Team, dann werde ich ihn behalten, beziehungsweise Rodriguez mal testen. Innenverteidigung kennt er auch mit Brooks und mit Dragovic. Den gab es sehr billig ohne Verträge. Deswegen habe ich ihm hier ohne Verträge gekauft und gebe ihm jetzt noch einen Silbervertrag. Ja, die zwei sind einfach superklasse Innenverteidiger als 79er und Fährmann kennt ihr auch. Dann habe ich natürlich noch einen Silberspieler mit reingepackt, weil es gibt ja sowieso immer einen freien Platz auf der Auswechsel- bzw. Reservebank. Einfach einen Silberspieler reingepackt auf die Bank, um die insgesamte Bewertung von 78, also ab
Ab 79 hat man eine Teamstärke von 4,5 Sternen, das geht dann nicht mehr. Genau, um die Teamstärke ein bisschen zu drücken, natürlich den freien Platz mit dem Silberspieler ersetzt. Und ich habe beide Torhüter aus den Bänken rausgenommen und habe statt den Torhütern noch ein 65er Silberspiel reingepackt, einfach um nochmal einen Tick die Bewertung zu drücken. Und die Torhüter, die verlieren so gut wie keine Fitness. Und wenn es beim ersten Durchlauf klappt und wir in den ersten 4 Spielen das gewinnen, dann ist die Fitness von denen wahrscheinlich immer noch über 90 von den Torhütern. Deswegen, die brauchen nicht auf der Bank bleiben, das sollte klar sein. Dann lasst mich kurz überlegen, was gab es noch zu erzählen. Genau, das sind die ersten beiden Teams. Und dann habe ich noch eine andere Wahl getroffen, und zwar folgende. Und zwar mit meinen Inform-Stürmern, weil ich dachte, wenn es nicht funktioniert, dann gehst du halt zu deinen Inform-Stürmern zurück, und das sind dann einfach 4 Sterne Bulli normal und 4 Sterne League A normal. So, da haben wir jetzt hier Inform Hernandez drin. Das Problem ist natürlich, dass das insgesamte Team, die restlichen Positionen darunter leiden. Das heißt, wir haben keinen Didavi mehr, nur noch diesen Stocker. Da gefällt mir eigentlich nicht so sehr von den Werten her für ein ZOM. Wir haben rechts Müller, den kenne ich noch gar nicht. Wir haben im Tor nur einen Castells und der Rest ist gleich. Also wie man sieht, drei Positionen sind halt schon deutlich schlechter. ZOM ist 3 Punkte schlechter, RM ist 4 Punkte schlechter und Torhüter ist sogar 6 Punkte schlechter. Und genauso in der französischen, da haben wir einen. Oh, wo ist denn hier der Silberspieler? Ach, ich glaube, hier war es nicht notwendig. Da hat es nichts gebracht. Genau, hier haben wir einen Inform Cavani drin, dann halt einen Alessandrini rechts, das heißt 5 Punkte schlechter. Wir haben einen, wie heißt er? Hugo Kahn. Und kein Perrin, auch 4 Punkte schlechter. Und wir haben einen schlechteren Torhüter, Lecomte. Das heißt, der ist auch nochmal 6 Punkte schlechter. Also auch hier sieht man deutlich schlechter, wenn man Inform Cavani drin lässt. Deswegen wollte ich es erstmal mit den ausgeglicheneren Teams probieren. Und da ich Volland sowieso probieren wollte, ja, bin ich dann eben auf die Idee gekommen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das mit der Fitness ist bei den Spielern. Ich glaube aber, die französische Liga sollte eher voll sein. Ja, dann mache ich jetzt. Dann mache ich jetzt erstmal ein Spiel mit der Mannschaft und danach kommt die Bully-Mannschaft ran mit 2 Spielen, weil wie ihr hier seht, Goretzka 88, Brosinski 86, Kolasinac 86, den müsste ich jetzt sonst alle eine Fitnesskarte geben, aber habe ich keinen Bock und das werden wir dann auch im nächsten Spiel merken, das passt also schon. So, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ach Quatsch, bin ich doof, liken, kommentieren, abonnieren. Wir spielen jetzt logischerweise erstmal. Oh Gott. Wie ich echt abmoderiert habe. Ich war so gerade in Gedanken verloren, dass ich abmoderiert habe. Was der? Da jetzt am Rande. So, jetzt fangen wir einfach mal an mit der Mannschaft. Ach, scheiß drauf, ich spiele jetzt doch mit der anderen und gebe den Fitness. Ich will jetzt einfach mal Volland etc. testen. Ich bin einfach zu heiß auf Bundesliga. Also ich mag einfach Bundesliga so sehr. So. Ja. Ich gebe denen jetzt Fitnesskarten, die sind so billig, ich habe so viele Bronze-Fitnesskarten, scheiß drauf. Okay, es sind nur noch 8 Stück, aber wir haben noch 11 in den anderen Farben und wir benutzen die ja nicht so oft. Also wenn wir jetzt mal hier 3 auf einmal ausgeben, ist das auch nicht so tragisch, würde ich sagen. Goretzka wäre sogar noch ins Spiel gegangen, aber egal. Ich bin vor allem auch sehr, sehr gespannt auf die gegnerischen Teams, muss ich zugeben, weil ich habe mir schon ein bisschen was gedacht bei meinen Teams, aber ich denke, man kann es auch einfach so hinrotzen und dann ziemliche Schrottteams nehmen. Also ja, ich bin sehr gespannt. Volland ist auch noch merkwürdig teuer für einen 81er, also vielleicht ist es wirklich so ein kleiner Geheimtippstürmer. Ah, ich Vollidiot, Moment mal. Ach, sorry Gegner, dass ich nochmal abbrechen muss. Aber ich habe mir gar nicht geguckt, wer da starke und schwache Fuß ist bei den meisten Spielern. So, Rechtsfuß, 3 Sterne auf den Schwachen, Rechtsfuß, 4 Sterne auf den Schwachen, das passt dann also so. Die Didavi, Linksfuß, 3 Sterne auf den Schwachen, Hermann kennen wir, das müssten 4 sein, ne, 3 und Rechtsfuß und Johnson, Rechtsfuß und 4 Sterne und Volland ist glaube ich 3 Sterne und Linksfuß, genau, das ist halt wichtig, 3 Sterne Linksfuß, alles klar. So, also vielleicht ist ja Volland wirklich so ein kleiner Geheimtipp. Zumindest ist der für einen 81er Spieler, für einen 81er Stürmer noch verdammt teuer. Ich habe, glaube ich, knapp
2000 oder 2000 bezahlt, 1,9 oder 2000 habe ich bezahlt. Das ist halt echt viel für einen 81er. Ja, und das habe ich halt gemeint, ne? Das ist halt eher nicht so überlegt, das Team, weil man braucht keine Silberspieler im Team. Das ist halt einfach schwachsinnig. Das ist halt einfach viel zu schlecht. Und vor allem das Krasse ist, die vier Goldspieler, die er reingepackt hat, die sind halt auch überhaupt gar nichts Krasses gewesen. Nur 80er oder so, also die waren gar nicht stark. Kann natürlich sein, dass er jetzt drei Spieler von der Bank einwechselt, die mega krass drauf sind und er das dann so löst. Aber dann hat er immer noch Silberspieler drin. Also ich habe lieber auf jeder Position Goldspieler. Zumal es einfach Positionen gibt, da gibt es einfach sehr gute Goldspieler im unterklassigen Bereich. Und gerade für die Außenverteidiger, Bundesliga 2,75er auf der Außenverteidigung und ist einfach überhaupt nicht relevant. Und die sind auch, machen anständig ihren Job, deswegen schauen wir mal. Aber er kann natürlich spielerisch mega geil sein, und dann ist es auch egal, dass er hier ein paar Silberspieler drin hat. Okay, also er spielt bisher zumindest sehr überlegt. Baumgartlinger fängt direkt mal an. Baumgartlinger soll auch ein ziemlich krasser Spieler sein. Das habe ich auch fast nur Gutes. Was heißt fast nur Gutes gehört? So, wer ist das jetzt? Johnson, okay, den kennen wir ja. Oh Gott, was für ein schlechter Schuss mit Hermann. Er ist auch Rechtsfuß, das war sein schwacher Linker, aber das war richtig schlecht. Oh Gott, das hätte ich echt besser machen können. Also das lag dann wahrscheinlich eher an mir. Posinski überholt man auch nicht so leicht, er ist ja wenigstens schnell. Okay, haben wir ein bisschen Glück. Hermann ist durch. Ah! Böses Foul, böses Foul. So. Ich denke, werden wir einfach mal rein. Oh, wobei, wenn ich hier rechts. Ne, komm, wir flanken rein, bevor ich jetzt wieder irgendeinen scheiß Konter fress. Und. Oh, da hätte gepasst und hätte auch, denke ich, ein Tor gebracht, wenn er straffer geköpft wäre. Komplett aufgezogen. Also ich habe das Gefühl, mein Gegner ist so ähnlich wie sein Team. Nicht so richtig gut. Schauen wir mal. Volland hat den Ball eigentlich rausgespitzelt, aber so richtig hat er ihn dann irgendwie nicht in die richtige Richtung bekommen und wieder zurückgespitzelt. Ist jetzt auch nicht das allerschnellste Volland. Ich weiß gar nicht mehr. 81 Pace oder 79, nicht, ich glaube 81 Pace. Ich habe jetzt aber seine genauen Werte nicht im Kopf, also ob er jetzt eine krasse Beschleunigung hat oder eine große Sprintgeschwindigkeit oder einfach ausgeglichen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist auf jeden Fall, dass er nicht der langsamste ist, aber auch nicht der schnellste. So, jetzt bitte kein Tor nach einer Ecke, das wäre ganz geil. Oh, er drückt das noch mal weg. Was macht er denn? Oh, jetzt drückt er wieder Pause. Er hat am Anfang, bevor das Spiel losging, Pause gedrückt, ohne zu wechseln, dann weiß ich nicht, was er gemacht hat. Und er drückt jetzt schon wieder Pause. Es ist wirklich so auffällig, wie oft die Gegner Pause drücken. Ich verstehe das einfach nicht. FIFA 16 gab es da so gut wie keine Pausen, also oder Gegner, die Pause. Ich meine, es ist halt nicht super mega schlimm, aber es ist halt schon irgendwie nervig. Ich glaube nicht, dass sie das machen, um mich zu nerven. Das ergibt ja keinen Sinn. Da steht noch 0-0, ist am Anfang vom Spiel. Früher auf der PlayStation, als ich noch ohne YouTube-Kanal, einfach nur privat, PlayStation 3, die älteren FIFAs gezockt hatte, da war das halt einfach gang und gäbe, dass immer wieder mal Spieler gekommen sind, die, wenn sie halt entsprechend hinten lagen, dass sie dann dreimal Pause gedrückt haben und die Zeit haben runterlaufen lassen, um den Gegner zu ärgern. Okay. Aber es ist jetzt seine letzte Pause übrigens, von daher. Aber das ist mir eigentlich nicht aufgefallen in den FIFA-Spielen, die ich bisher am PC gespielt habe. Da war das bisher nicht so. Vielleicht spielen einfach mehr Kiddies an der PlayStation, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, da war das gang und gäbe. Hier glaube ich nicht, dass er das macht, um mich zu ärgern, weil jetzt gibt es ja noch keinen Grund, mich zu ärgern. Ich meine, es steht 0-0, ist am Anfang vom Spiel. Er hat gerade eine Ecke, warum soll er mich jetzt mit solchen
Pausen ärgern wollen, aber sind natürlich schon nervig, vor allem wenn ich jetzt eine Aufnahme mache. So, er hat aber auf jeden Fall vor dem Zeitende gedrückt. Ich hoffe mal. Ah, sehr gut. Schade. Das war natürlich ärgerlich, dass der Ball genau so springt, dass wir ihn nicht mehr bekommen und der Gegner zuerst dran ist. Sehr. Oh, es war ein Foul oder was? Kolasinac hat einfach seinen robusten Körper ein bisschen reingestellt. Es war da kein Foul. Sehr gut von Brooks, aber wir bleiben wieder nicht im Ballbesitz. Oh, ich wollte natürlich auf außen, na, sehr gut. War auch ein Foul. Schade. Da bleibt Völler nicht im Ballbesitz, braucht zu lange, um sich zu drehen. Sehr gut von Goretzka. Haben wir keine Torschance gespielt dafür, dass ich gedacht habe, der Gegner ist nicht so gut. Haben wir aber uns jetzt auch noch gar nichts erspielt. Oh, Johnson ist durch. Sehr schön. War nicht schlecht. Also der Schuss an sich war nicht schlecht, aber eigentlich war es eine dumme Situation. Nicht aufs Tor geblickt und ich hätte halt versuchen sollen, noch ein bisschen Ballkontrolle zu bekommen und noch ein, zwei Schritte gehen oder so. Aber ich war halt einfach, ich hatte Angst, den Ball dann zu verlieren. Deswegen, ja. War etwas überhastet, der Abschluss von mir, muss ich zugeben. Na? Also, die Davi, hätte den Ball da, denke ich, auch mal schön annehmen können, weil es war nun eigentlich kein so schwer zu verarbeitender Pass. Das wäre ein krasser Pass gewesen. Also er spielt jetzt doch besser, als ich ganz am Anfang gedacht hätte, aber er hat am Anfang so merkwürdige Fehlpässe produziert. Und er rennt halt teilweise auch viel zu aggro auf den Gegner, auf den Ballführer drauf. Da haben wir Glück, da haben wir richtig, richtig Glück. Und wie gesagt, der Gegner macht bisher eigentlich mehr als ich. Leider. Und das mit seinem Team. Lass mir zu leicht den Ball abnehmen. Oh, es sollte natürlich auf meinen Außenverteidiger gehen und nicht auf den. Er macht den Einwurf genau auf den Spieler. Genau auf den Spieler, der gerade noch so gedeckt wird von meinem Gegner. Also ganz unverständlich wieder. Und ja, ich gehe jetzt mal auf Offensiv. Wobei, eigentlich ist meine Blödheit bisher, dass ich nicht schaffe. Wir haben ja noch die letzten Minuten hier. Probieren. Ohne Offensiv. Also irgendwie. Es ist echt meine Dummheit mehr als alles andere. Oh Gott, den habe ich echt schon fast drin gesehen. Scheiße, war das ein guter Schuss von Baumgartlinger, aber er hat nicht gereicht. Also er war einfach nicht präzise genug. Aber man muss, denke ich, einfach mehr versuchen, in die Ecke zu schießen, sonst gehen die halt definitiv nicht rein. Kann also nicht sein, dass mein Gegner einfach massiv auf Pace setzt. Also das weiß ich nicht, ich kenne die Spieler nicht. Und dadurch auch immer relativ schnell an meinen ballführenden Spielern dran ist. Gegner, sage ich schon, Kolasinac. Oh, was ist das denn für ein Pass? Was ist das denn für ein. Was war das denn für ein Pass? Und Kolasinac hatte wieder viel zu lange gebraucht, um den Ball rüberzubringen. Puh, also ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Spiel bisher. Überhaupt nicht. Also es läuft richtig scheiße eigentlich sogar. Wir generieren gar keine Torchancen. Bisher zumindest keine, die mir nachhaltig wäre. Die vielleicht mit Baumgartlinger so eine Halbchance, aber es hat nur einen Distanzschuss. Und Distanzschüsse sind halt immer nur Halbchancen.
Jetzt aber. Oh. Das Ding hätte natürlich drinne sein müssen. Nur ein Pfostentreffer, den ich ja in letzter Zeit echt wieder sehr gerne mache. Aber wenigstens mal eine gute Torschance. Und das ist mir lieber, als dass er durch ist. Taktisches. Eigentlich eine gelbe Karte. Macht's immer kurz. Wie es einfach viel zu leicht schafft, durch eine blöde Schusstäuschung sich rumzudrehen. Drei Spieler hat er an sich dran und keiner schafft es, ihn irgendwie zu stören. Jetzt wird's aber offensiv hier. Aber ich gebe mir eigentlich noch gute Chancen, um hier den Ausgleich zu machen. Wir haben ja auch mal wieder das bessere Team. Das ist irgendwie schon fast schon tragisch, wie man ständig mit dem. Also, was hier die Ballkontrolle, Ballbesitz etc. angeht, hat Volland bisher noch gar nichts gezeigt. Das ist mal so nebenbei. Denke, ich muss mal auf hoher Druck gehen. Bei seinem Spielstil ist, glaube ich, ein hoher Druck das Beste. Oh, jetzt eiert er aber ganz schön rum, ey. Und hat auch das Quäntchen Glück, hier immer im Ballbesitz zu bleiben. Okay. Oh, fuck! Und wieder schafft es irgendwie ranzukommen. Ach man, natürlich wird der Schuss geblockt. Spielt auch die ganze Zeit auf Pressing, meiner Meinung nach. Elfmeter. Oh Gott, das ist dann Elfmeter. Noch gerne mal einen Trick, wie es aussieht. Das hat er ganz gut gemacht. Zugegebenermaßen das auch. Oh. Viel zu einfach alles. Aber es klappt auch irgendwie gerade alles bei ihm, habe ich das Gefühl. Vielleicht geht er auf Tricksterne auch wieder. Ein miserabler Pass. Jetzt wollen es meine Spieler aber echt wissen, ey. Na, ich glaube, er geht jetzt steig auf Dribbling und Tricks und jetzt ist wieder ein Foul. Oh, Volland, Volland, Volland. Er muss den Ball nur mitnehmen. Also er überzeugt mich bisher überhaupt nicht. Er hat noch nicht viele Chancen gehabt, aber gerade was Ballbehaupten etc. angeht, hat Volland halt einfach gar nichts gezeigt bisher. Foul. Komm schon, ich will den Ausgleich. Ich will nicht gegen den Gegner verlieren. Nein. Ach, seht ihr ihn? Habt ihr den Spieler gesehen, auf den es eigentlich gehen sollte, der genau da stand? Mann, wieder nicht durchgekommen, der Pass zum Kotzen. Oh, Foul, nice. Aber wird halt nicht reichen, es ist fast vorbei die Zeit.
Ach, Mann. Wie weit entfernt ist es denn? 28 Meter. Eigentlich eine gute Distanz, aber es klappt ja gar nichts bei Freistößen bei mir. Ich habe den allerersten reingemacht und gedacht, geil, und das war's dann. 76, Volland. Ist halt der perfekte Fuß dafür. Und ist es ein Tor? Oh, es war noch kein Tor, aber danach. Oh mein Gott, richtig geiler Freistoß. Richtig geiler Freistoß von Volland. Richtig geiler Freistoß von Volland. Oh, ich habe gedacht, er wäre Dritter gewesen, das Ding, weil die so gejubelt haben. Zum Glück ist dann einfach mein Spieler hingerannt. Oh, auf der Linie. Und dann hat er noch Pech, dass er seinen eigenen Spieler einschlägt. Und richtig geil. Ich hätte gesagt, ich will nicht verlieren gegen ihn. Goretzka, guter Mann, bester Mann. Nice. Oh, ich habe echt gedacht, er wäre schon Dritter. Okay, wir überrennen einfach mal. Und... Oh. Muss vielleicht mal wieder auf ausgeglichen gehen, weil totaler Angriff ist ein bisschen übertrieben. Ich dachte schon, ein Lackertor am Ende. Es ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht vorbei. Jetzt. Oh, und Fieder macht Volland einfach nichts. Mann. Also keine Ahnung, Volland überzeugt mich bisher in diesen regulären 90 Minuten null. Wirklich null. Der hat sich weder am Ball durchgesetzt, noch hat er irgendwie den Ball gut abgeschirmt, noch hat er den Ball gut mitgenommen, noch hat er gute Pässe gespielt, obwohl er eigentlich auch einen guten Kurzpasswert hat. Gar nichts. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ah, da hat der Gegner wieder Glück. Oh, was macht denn mein Verteidiger da? Ich habe auch gerade wieder in dem Spiel das Gefühl, dass alles gegen mich läuft. Oh, zum Beispiel, dass ich nochmal auf Klären gedrückt habe. Okay, das war mein Fehler, aber Dragovic, oder ich glaube, es war Dragovic, hat einfach so scheiße da wieder verteidigt. Okay. Schade. Danke. So, wir müssen einfach nur konzentriert spielen. Vielleicht ein bisschen ruhiger, wobei es ist eigentlich, da ging das eigentlich zu schnell für ein ruhiges Spiel. Jetzt macht er mir hier auf. War schwache Rechte und war eine schwere Situation. Also das Tor musste er jetzt nicht machen, aber immerhin hat er mal geschafft, den Ball anzunehmen. Das war einfach nur wieder zweiter Spieler rufen und das führt dann zu einem Schuss und deswegen. Ja, kam dann der Schuss. Deswegen konnte ich den Fehler leider nicht ausnutzen vom Gegner. Aber er hat jetzt mehr Probleme auf jeden Fall. Das war ein schlechter Pass von Didavi. Ich habe ihn kurz gespielt, er macht einen Laufpass draus. Keine Ahnung wieso. Wir waren jetzt ein bisschen besser drin in dieser ersten Halbzeit, aber ich weiß auch nicht, es läuft irgendwie kacke gerade. Gegner ist auch nicht schlecht, im Gegenteil.
Ich weiß nicht, also muss ich glaube ich wieder nicht sagen. Ja, geht total auf Pace, der Spieler, wie es aussieht. Oh nein! Aus dem Winkel gegen Fährmann so ein Tor machen oder was? Oh. Läuft ja richtig geil, aber. Tja, Gegner spielt bisher aber halt auch einfach besser, kann man nichts, kann man nicht anders sagen. Miserabel schon wieder, miserabel, ich kotz. Oh, was war denn das für ein Pass schon wieder von Volland? Es war wieder kein Laufpass, es war wieder ein normaler Pass gewesen. Ja, totaler Angriff, was soll ich machen? Oh, dieser scheiß Pace, ey. Ist echt zum Kotzen. War ein guter Trick. Das war ein normaler Pass, es war kein straffer Pass und die Annahme war zum Kotzen. Ich denke, wo er kann alles machen oder was. Er rennt nach innen, nachdem er andeutet, dass er nach außen rennt. Oh, das ist zum Keulen. Aber wie gesagt, Gegner verdient, absolut verdient. Naja, haben wir uns auch mal eine rote Karte verdient, was soll's. Scheiße, lief das schlecht. Gegen so ein Team wieder, gegen so. Aber das war bisher auch der beste Dribbler und Trickser, würde ich sagen. Also das war einfach so schwer zu verteidigen. Ach, das lief ja richtig kacke. Also ich werde jetzt noch einmal den Volland testen. Im zweiten Durchlauf. Wir haben ja nur drei Versuche, fällt mir auch gerade ein. Ich werde ihn jetzt noch einmal testen und dann werde ich wahrscheinlich zu Info Hernandez gehen, auch wenn dann das Team deutlich insgesamt schlechter ist. Aber, ach, wir haben noch drei, es sind vier Versuche, okay. Aber der Volland hat sich so kacke angefühlt, jetzt die ersten Spiele, also in dem ersten Spiel hat gar nichts gezeigt. In keinster Weise, also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Naja, was soll's. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Und es war ein verdammt stark, also spielstarker Gegner. Echt krass. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.